Im Münchner Norden liegt uns. Ja, hallo, herzlich willkommen zu VfR TV. Ich darf begrüßen. Daniel, hallo, schön, dass du Zeit hast nach dem Spiel. Gehen wir mal das Niederspiel ein, was wir sonst immer machen. Heute war der rechte Verteidiger bzw. die Position nicht gerade mit Glück bestückt, oder? Nee, zwei Mann heute verloren auf der Position. Wir müssen gucken, was mit dem DP ist. Kopfnix nicht so schlimm ist, aber es hat ein komisches Geräusch gegeben beim Umklicken. Das nach 3 Minuten schon ziemlich beschissen. Und dann die App hat mit Knieproblemen. Ja, er darf die Patellasehne in den Schlag bekommen, aber er hat schon ein bisschen Probleme in den letzten Wochen gehabt. Nee, wir hatten. Aber es war unglücklich. Wir sind aufgewärmt dann rein ins Spiel und ja, musste dann auch auswechseln nach 30 Minuten schon. Ja, heute ist vieles gegen uns gelaufen. Gehen wir jetzt kurz das Spiel ein. Du hast ja schon gesagt, 0-1 ist das Ergebnis geführt. Du hast aber gesagt, einiges ist heute nicht so gelaufen, wie es sein sollte. Wie schwer war aber Sukis Auswechsel für die Mannschaft gegen für den Rhythmus? Hat das vielleicht einen Einfluss aufs Spiel gehabt? Ja, also wir waren alle ein bisschen geschockt, weil, wie gesagt, wenn es so schnell ist, auch im Spiel, dann ist das Spiel so ein bisschen gelähmt eigentlich. Aber ich fand es eigentlich gar nicht so schlimm dann. Sondern wir haben eigentlich recht flott in den Rhythmus bekommen, haben eigentlich gut gespielt, haben hinten wenig zugelassen, aber vorne sind wir nicht richtig griffig geworden. In Aktionen in die Box waren nur so Halbchancen drin. Und ja, dann mit der zweiten Auswechslung wurde es dann auch nochmal unruhiger, aber auch das hat uns eigentlich nichts anmerken lassen. Wir haben ihn nicht zugelassen eigentlich. Und gerade ansprechen, man hat das Gefühl von außen bis hinten die Defensive heute richtig gut eingestanden. Aber nach vorne hin der Motor, was war da los? Der wollte irgendwie nicht einspringen. Ja, aber der Gegner hat sehr, sehr defensiv agiert, was das angeht. Und hat versucht uns zuzustellen überall, hat die Räume sehr, sehr eng gemacht die ganze Zeit. Und sie waren noch mehr gegen den Ball am Arbeiten, als dass sie im Spiel halt sein wollten. Und es ist ungewöhnlich für eine Zweiermannschaft, aber die haben natürlich mit 5 von 9 Spielen in Folge natürlich auch eine gute Serie gehabt. Und dementsprechend wollten sie es aus der Tiefe angehen. Das haben sie halt auch gemacht. Und ich glaube, 0-0 in die Halbzeit war völlig okay. Ist halt nichts passiert. Und wir wollten dann eigentlich damit rauskommen und uns hinter Druck setzen. Und dann, ja, dann kommen eigentlich, waren wir dann gut. Torwart hält dann schon das erste überragende Ding. Mario, der Bodyschutz. Ja, genau. Den holt er super raus. Und dann, ja, dann sind wir halt ja, eigentlich am Drücker, waren immer dominanter und dann kriegst du gelb rot. Der Stürmer will den Kontakt haben unbedingt, und Semi kommt schon eigentlich auch weg, und dadurch, dass der Kontakt da ist, nimmt er ihn. Ich will ihn aber ja gar nicht unter Abwehrspieler, also von daher. Ja, ist ja sehr, sehr unglücklich. Die Schiedsrichter, ich habe keine Ahnung, warum sie angewiesen sind, da so hart durchzugreifen. Ich fand es auch. Und ich glaube, er wollte selber nicht pfeifen, aber er hat es irgendwie angezeigt, dann wollte man raus. Ein Zuschauer sagte, man hätte auch einen Schiedsrichter von so einer Qualität, sollte man ein bisschen vielleicht eine harte Ermahnung nochmal aussprechen, weil es war ja auch nicht so, dass der Spieler direkt ins Tor zugegangen ist, sondern es war ja mehr ein Halbfeld nach außen hergerichtet. Aber wie gesagt, da ist müßig darüber zu diskutieren, weil wenn du eines nicht in der Hand spielt, dann ist es die Schiedsrichterentscheidung. Alles andere kann ich einigermaßen beeinflussen, aber das nicht. Und das ist halt. Nur mal ganz kurz ein kleines Fazit zum Spiel. Ja, positiv, negativ, ich fand, wir haben es eigentlich gut gemacht. Wir haben dann auch mit zehn Mann haben wir gut dagegen gehalten. Und ja, aber dann in einer ganz, ganz unglücklichen Situation. Silas rutscht aus im Fünfer. Wir kommen dadurch ins Hintertreffen und er darf den Ball rein. Ja, unglücklich. Die Woche Aufbautraining oder ganz normal Training und einfach den Plan mal durchhalten? Ja, wir verfolgen den ganzen Anweiser. Wir wollen uns die nächsten Spiele wieder punkten und da wird natürlich jetzt nicht mehr die feine Klinge sein, sondern Böden auch im Herbst muss viel Kampf auch drum sein und ich hoffe deswegen
kriegen wir jetzt auch immer mehr Zugriff zu. Ich habe ein bisschen Sorge um unsere Aufstellung. Ja, heute saß da mal noch das auf der Bank, da waren ja doch ein, zwei Spieler. Ja, aber wir haben einfach, viel zu viele Verletzte, viel mit Gegnern, also alles mit Gegnern. Das ist halt so unglücklich. Aber ich hoffe, dass ich dass wir die nächsten Wochen in Eisi und in Lirin wieder zurückkriege, dann wird es ein bisschen besser. Pauli, komm her. Entschuldigung, liebe Zuschauer, aber die Tochter von Daniel meint, sie müssten mir das Mikro klauen. Ich würde sagen, in dem Sinne, wir sehen uns einfach die Woche nochmal, dann reden wir über das nächste Spiel. Und bis dahin, danke euch und auf Wiedersehen.